Herzlich willkommen bei CRN TV. Bei mir begrüße ich jetzt Simone Frömming, Geschäftsführerin der Data Deutschland. Guten Tag, Frau Frömming. Ja, herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Frau Frömming, jetzt wollte ich schon fast guten Morgen sagen. Unser Programm startet ja jetzt erst, aber Sie sind sicher schon voll im Einsatz hier am TechData-Stand. TechData kehrte ja zurück zum Planet Reseller, jetzt wieder dabei. Können Sie vielleicht schon ein erstes Zwischenfazit ziehen? Wie erleben Sie denn die Messe hier? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist uns das Kundenfeedback und die freuen sich alle, dass wir zurück sind als bodenständiger Partner mit dem entsprechenden Erfahrungshintergrund und insofern führen wir sehr viele positive Gespräche. Ja, Ihr Standkonzept ist ja auch ein bisschen außergewöhnlich, hast du mal angeschaut, sieht alles ein bisschen nach Lager aus und so. Wie kommt das denn an bei den Besuchern am Stand? Wir werden diskutiert und ich glaube, das war das, was wir mit unserem Standkonzept erreichen wollten, dass man einfach stehen bleibt und sagt, ist das TechData? Sind wir bodenständig? Und das ist uns gelungen. Und ich glaube, nicht jedem muss der Stand gefallen. Wir wollen diskutiert werden und dass wir einfach in Erinnerung bleiben. Frau Frömming, Sie haben ja schon angekündigt im Vorfeld, ein Fokus wird auf den SMB-Kunden liegen. Nicht erst seit diesem Jahr wohlgemerkt, aber verstärkt noch einmal SMB-Kunden fokussieren, den SMB-Händler. Wie stellt sich denn TechData in diesem Bereich auf? Ja, den Pressemeldungen des letzten Jahres hat man ja schon entnommen, dass wir stark in den Mittelstand investiert haben. Wir haben unser gesamtes Vertriebsteam schon im letzten Jahr entsprechend aufgebaut. Haben Regionen gebaut, dass wir einfach die entsprechende Kundennähe bekommen, die für die Regionen im Mittelstand wichtig sind. Haben zusätzlich 5 Außendienstler eingestellt und das ist auch ganz wichtig, wenn man zusätzlich Mittelstandsbeziehungen aufbauen will, dass die Kunden besucht werden, dass sie die Nähe entsprechend führen. Wir haben Anfang der Woche darüber gesprochen, wir haben mit dem Christian Weinelt einen neuen Mittelstandsdirektor eingebaut, haben auch sein Team entsprechend aufgebaut mit zusätzlichen Führungskräften und all das schafft enge Kundenbeziehung, ergänzt um wichtige Portfolien. Wir haben wichtige Hersteller für den Mittelstand aufgenommen und insofern sind wir da recht gut unterwegs. Die Frage stellt sich natürlich auch in der aktuell schwierigen Marktlage. Welche Unterstützungsmaßnahmen werden denn auch gerade von SMB-Partnern derzeit vor allem nachgefragt? Sie als Boardliner bieten da ja ein breites Spektrum. Wo brennt es denn beim Fachhandel und wo muss TechData im Augenblick besonders gute Unterstützung leisten? Ja, ich denke, es gibt ganz wichtige Rahmenkriterien, wie einfach Finanzkraft als Partner in der Distribution. Das heißt, unser Credit Service Department wird einfach ein ganz wichtiges Differenzierungsmerkmal, dass wir halt den Partner in Finanzierung entsprechend unterstützen können. Wir haben ein Team, was über 10 Jahre aktiv ist im Credit Service Department. Damit bekommen wir sehr gute finanzielle Möglichkeiten, auch von unseren Kreditversicherungen. Wir haben Themen, die online unterstützen, wie ein Online-Rating und all diese Dinge sind sehr wichtig. Zweitens sind natürlich auch die mittelständischen Reseller vor der Herausforderung, dass reiner Hardwareverkauf nicht mehr ausreichend ist. Das Thema Lösungen steht im Vordergrund. Da haben wir einfach Vorteile durch die Kombination aus Broadline und Aslan als Value Add. Das heißt, Themen wie Virtualisierung und Ähnliches können wir komplett aus unserem Portfolio anbieten. Das hilft sicherlich sehr stark, aber generell auch Kompetenz, um Lösungen zu bringen. Das heißt, hier ist auch unser Product Marketing gefragt, über Mittelstandstage, über Forum, den Kunden halt einfach mehr Know-how in bestimmten Szenarien zu vermitteln. Man sollte an der Stelle erwähnen, Aslan, Sie haben es gerade gesagt, arbeitet inzwischen sehr eng mit TechData zusammen. Kann man es denn schon feststellen, dass sehr viele SMB-Reseller der TechData aus dem Broadline-Bereich sich hin entwickeln zu, naja, ich sage jetzt mal einem Value-Add-Reseller, der auch sehr viel mit Aslan arbeitet? Und wie fördern Sie diese Tendenzen? Ja, also diese Kunden haben halt bei uns eine Kundennummer und wir betrachten das als 2, sagen wir mal, Brands. Aber unterstützen tun wir das, indem wir sehr eng einfach Kundenveranstaltungen gemeinsam mit Aslan machen, gemeinsam auch Kampagnen und Initiativen wahrnehmen. Und insofern glaube ich, ist für viele Kunden gar nicht mehr Aslan und TechData, sondern es ist eine TechData mit zusätzlichen Mitarbeitern, die sich um den Value-Add-Bereich kümmern. Und das funktioniert momentan sehr gut. Frau Frömming, Sie haben mir mal verraten, Sie lieben Wortspiele. Ich probiere mal eins. Die neue TechData prescht voran und kehrt zurück zur alten Stärke. Wie sehr beschreibt das Ihren Geschäftsverlauf?
Also Stärke, das Wort mag ich sehr gern. Das Wort alt mag ich nicht so gern, weil ich glaube, historisch sind wir sehr stark klassischer Broadliner gewesen. Und neben Aslan haben wir ja auch noch Brightstar. Das heißt, das Thema Telekommunikation und Ergänzung treibt uns auch. Und insofern ganz klar Stärke für alle Kundensegmente, aber mit neuer Kraft und neuen Ideen. Frau Frömming, danke, dass Sie uns besucht haben hier. Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe. Herzlichen Dank.